And you a fool's gold. Yes, I did. Willkommen zurück, ihr Freunde der übertriebenen Autopflege, auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Denn heute gibt es ein Maserati Gran Sport Cabrio. Das Auto bekommt einmal alles, Full Detailing, also Keramikversiegelung auf die Scheiben, Keramikversiegelung auf den Lack, auf die Felgen, auf die Bremsen. Er bekommt im Innenraum Lederpflege, er kommt im Innenraum Kunststoffpflege, worauf wir noch genauer eingehen werden nachher. Das Auto bekommt eine Verdeckversiegelung. Ich habe gestern bereits das Auto gewaschen, den Motorraum gemacht, was ich euch auch kurz einblenden werde. Ein kleines Vorher-Nachher. Des Weiteren habe ich gestern schon gemacht, die Felgen gereinigt und die Radhäuser gereinigt, inklusive Bremssattel und so weiter. Da werde ich natürlich später nochmal drauf zurückkommen, wenn die Felgen runterkommen, zum keramisch beschichten und zum Bremssattel beschichten. Aber vorgereinigt ist zumindest alles, auch die Innenradhäuser etc. Das Auto ist soweit vom Zustand her wirklich gut, es hat keine tieferen Kratzer. Ich glaube sogar, es wurde noch nie poliert, weil ich das Auto durchgemessen habe und es hat rundum um die 200 μ Lackdicke, was wirklich sehr gut ist, da kann man sehr gut mit arbeiten. Mit Maserati-Lack habe ich noch nicht gearbeitet, von daher weiß ich nicht, wie er reagiert. Ist er hart, ist er weich, hat das Digi-Paint oder sonst was, das werden wir dann sehen. Aber 200 μ versprechen schon, dass man damit gut arbeiten kann. Kratzer hat er soweit keine tieferen. Ich blende den Lackzustand mal kurz ein. Wir haben natürlich überall die typischen Waschkratzer, Swirls. Hologramme haben wir auch, weil das Auto wohl schon poliert wurde. Das sieht man natürlich auch wie immer an Politurresten in den einzelnen Ritzen. Nichtsdestotrotz, die 200 μ versprechen, wie gesagt, dass wir da gut mit arbeiten können. Und ich glaube, dass unter dem Lack mit Grauschleier, mit den ganzen Swirls und Hologrammen, sich eine richtig schöne Farbe, ein richtig schöner Lack befindet, versteckt. Und den werden wir rausholen. So, eine Sache habe ich aber gerade schon angesprochen, worauf ich nochmal zurückkommen will, und zwar auf den Kunststoff im Innenraum. Und da möchte ich euch kurz mitnehmen, denn das ist bei dem Auto leider ein bisschen eine Geschichte für sich. Und zwar hat das Auto überall Softlack. Und jetzt schauen wir mal hier. Wenn wir jetzt hier mal diesen Knopf angucken und hört euch das mal an. Schaut euch diesen Knopf an. Schaut euch die Lüftungsbedienelemente an. Da ist richtig Schmodder drauf. Die Lüftungsdüsen, die Knöpfe hier in der Mitte. Türgriffschalen, all das ist Softlack. Er hat auch natürlich hier Softlack. Hat hier oben drauf Softlack, all das ist Softlack. Und dieser Softlack, ich setze mich erstmal wieder hin. Und dieser Softlack ist über die Jahre, ich weiß nicht, was damit passiert ist. Auf jeden Fall hat sich der Softlack über die Jahre von Softlack in Klebstoff verwandelt. Und wenn man natürlich die Taster betätigen möchte oder auch die Lüftung bedienen möchte und man fasst da so klebriges, ekliges, dreckiges Zeug an, ist natürlich überhaupt nicht schön. Und vor allem so einem schönen Auto wie dem Maserati Cabrio, es passt einfach nicht. Und deswegen werden wir uns da der Sache annehmen und hoffen, dass wir das anständig hinkriegen. So, wir fangen allerdings an mit Polieren, denn wie gesagt, das Auto bekommt eine Keramikversiegelung. Ich möchte zuerst polieren und keramisch versiegeln und danach den Innenraum machen, weil dann kann, während ich den Innenraum mache, die Keramikversiegelung schon aushärten. Und so ist die Zeit optimal genutzt. So, und jetzt legen wir los. So, wie befürchtet, beziehungsweise irgendwie hatte ich es im Gefühl, Sticky Paint. So,
Das heißt, ich habe jetzt diverse Sachen versucht. Ich habe erstmal versucht, den Lack nochmal komplett zu entfetten, dass die ganzen Verunreinigungen vom Lack runter sind, hat aber nicht funktioniert. Ich habe jetzt diverse Polituren versucht, das heißt, ich habe die Kochchemie H901 versucht, ich habe die Surfaces Cut Polish versucht, auch verschiedene Pads. Ich mache es jetzt so, dass ich das grüne Safe Shield Pad nehme und die Surfaces Cut Polish und den Nanolex Optimizer dazu. Ich mache es so, die Politur erst so lange ausfahren, bis ich sage, ja, jetzt fängt es an zu klumpen, dann ein, zwei Sprühstöße vom Optimizer mit aufs Pad drauf und dann die Politur weiterfahren und dann haut es einigermaßen hin. Ich zeige euch jetzt mal, wie es ausschaut, der Vorher-Nachher-Effekt, beziehungsweise das Vorher-Nachher. Ich denke mal, so kann man mitarbeiten. So, hier sind wir natürlich vorher. Und so schaut es danach aus. Also wirklich eine geile Farbe. Man muss sie nur rausholen unter dem ganzen Kratzern, Haze, Schmodder, Zeug.
liebe Freunde, ich beende den Tag für heute. Wir haben 18.55 Uhr. Das Cutting ist soweit ganz gut vorangegangen, dank dem Nanolex Optimizer, der dafür gesorgt hat, dass ich mit dem Sticky Paint ganz gut zurechtgekommen bin. Ich bin mit dem Fortschritt jetzt wirklich zufrieden. Das Ergebnis nach dem Cutting, klar ist das Grauschleier drauf, aber nahezu defektfrei, würde ich sagen, und verspricht ein wirklich gutes Ergebnis. Was ich jetzt morgen noch cutten muss, ist der Fensterrahmen um die Frontscheibe rum, sowie Front- und Heckschürze, und dann ist das Cutting beendet. Aber das machen wir morgen. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Neues Glück. Heute steht auf dem Programm die Frontscheinwerfer, mit denen werde ich jetzt anfangen. Danach die Frontscheibe. Beides wird noch poliert. Die Seitenscheibe und die Heckscheibe im Verdeck kann ich noch nicht polieren, weil das, wie ihr seht, noch alles abgeklebt ist. Also erstmal die Frontscheinwerfer, die Frontscheibe, und danach wird der Lack gefinisht und heute noch beschichtet. Das steht für heute an. Let's go!
fertig keramisch beschichtet, zumindest der Lack und die Scheiben. Die Felgen kommen am Montag dran. Wir haben jetzt Samstagabend 18 Uhr. Ich habe heute noch Nachtschicht. Morgen ist Sonntag, da arbeite ich hier drin natürlich nicht. Deswegen geht es am Montag weiter. Montag wird es dann losgehen mit den Felgen und danach geht es Vollgas in den Innenraum, denn da erwartet uns ja auch noch einiges. In diesem Sinne, bis Montag. So, liebe Leute, heute geht es weiter mit dem Innenraum. Ich werde jetzt anfangen mit dem Softlack. Ich schaue, dass der Softlack von den ganzen Tastern und Schaltern und Lenksäulenverkleidung und so weiter runterkommt. Danach werde ich erst anfangen mit Raussaugen, Lederpflege und so weiter, weil ich erstmal gucken will, wie das mit dem Softlack funktioniert. Und es durchaus möglich sein kann, dass das Entfernen vom Softlack vielleicht selber noch ein bisschen Dreck macht und das Leder ein bisschen beschmutzt. Deswegen macht es mehr Sinn, die Lederpflege danach zu machen und deswegen fange ich jetzt an mit dem Softlack. Ausbauen kann ich sehr wahrscheinlich nur einen Teil und zwar dieses hier. Das ist nur mit zwei Schrauben befestigt und dann kann man das Ganze nochmal rausnehmen. Das heißt, das werde ich jetzt mal rausmachen und hier auf meinem OP-Tisch, den ich schon mal vorbereitet habe, bearbeiten und den Softlack entfernen. Ja, und den Rest muss ich von innen machen. Deswegen legen wir jetzt los mit dem Softlack. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, cause of you. I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go.
couldn't read signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, 'cause of you. Das Video neigt sich wieder dem Ende, denn auch das Projekt Maserati ist jetzt beendet. Alles in allem waren es jetzt etwas über 47 Stunden Arbeit. Was alles gemacht wurde, habt ihr gesehen. Im Prinzip alles vom Motorraum über Kofferraum, Innenraum, Softlack entfernen, keramische Beschichtung des Lackes, der Scheiben, der Felgen und so weiter und so fort. Also wirklich einmal komplettes Programm. Jetzt ist es beendet. Das Auto wird noch bis Samstag hier stehen. Und ich möchte euch jetzt hier nochmal kurz den Schlüsselanhänger an diesem Auto zeigen. Herzensangelegenheit. Und dem Besitzer von diesem Auto nehme ich das wirklich ab, denn ich glaube, es hat sich noch keiner, der sein Auto bei mir hatte, so auf sein Auto gefreut und war so nervös und aufgeregt wie ein kleines Kind, wie der Besitzer von diesem Maserati. Denn er hat wirklich, ich glaube, zwei oder dreimal angerufen, hat mir mehrfach geschrieben, wie es denn läuft, ob es denn schon Fotos gibt und so weiter. Also er ist wirklich aufgeregt und er freut sich wahnsinnig. Und Samstag holt er das Auto ab, also im Prinzip, ja, veröffentlichen werde ich es Sonntag, also gestern hat das Auto dann abgeholt. Er holt es am Samstag ab, weil das sein Geburtstag ist. In diesem Sinne, schönes Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, er ist zufrieden, aber ich gehe mal stark davon aus. So, jetzt schauen wir uns wie immer Beading Sheeting an. Ich habe das gerade schon abgedreht, werde es euch jetzt zusammenschneiden und danach seid ihr mich auch schon wieder los. Vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich gefreut, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Ich würde mich freuen. Und tschüss, macht's gut.